Bewusst gemeinsam leben versteht sich als Drehscheibe für Veränderungen in den Bereichen Lebensmittelversorgung, Energiesicherheit und Rückbesinnung zur Natur. Dafür machen wir uns stark. Jeder für sich und alle gemeinsam. Lieber Joachim, zum Zweiten, wenn ich so sagen darf. Ja. Wir haben ja vor 2 Monaten ein Video gemacht, das so 700-800 Aufgriffe hat. Ich hätte mir Hunderttausende gewünscht. Zuerst einmal ein herzliches Grüß Gott. Schön, dass du nochmal bereit bist, ein Interview zu machen mit mir. Oder ich mit dir. Ja, grüß dich, Georg. Woran hat es gelegen, dass es dann nur 800 waren statt 100.000? Naja, das liegt schon noch, glaube ich, an unserer Bekanntheit oder mangelnden Bekanntheit von Bewusst gemeinsam leben. Wir hatten ein Video, das, glaube ich, 600.000 Klicks hat mit Gerald Hüther. Ansonsten ist es noch eher bescheiden, aber ich glaube, wir werden stärker und das, was du da mitgeteilt hast. Und vielen, vielen Dank, das ist heute gekommen, das Buch. Ach so, super, super. Ja. Ich dachte, es kommt erst zu Ostern. Nein, schön. Und das erste Video hat sich ja auf das Thema bezogen. Und da hast du mir so schöne Karten beigelegt. Also ich wollte heute es wieder kurz halten, aber es ist unmöglich. Also das wird halt ein bisschen länger dauern. Ich bin mir aber sicher, dass die Leute oder viele davon das gerne sehen. Und dieses Kartal hätte noch in Zusammenhang mit dem Buch Aufbruch genommen, denn da schreibst du, Bauern, die mitgenommen werden, sehen nicht mitgenommen aus. Was meinst du denn damit? Das kann man auch auf andere Berufsgruppen oder überhaupt auf Mitarbeiter und Menschen beziehen. Wenn wir Mitarbeiter nicht mitnehmen, dann sehen sie mitgenommen aus. Das ist ja ein Sinnspruch, eine Redensart. Ja, die sich im Volksmund niedergeschlagen hat. Und das bedeutet, dass wir bei allem, was wir tun, Menschen mitnehmen, Kinder mitnehmen, nicht einfach nur Befehle austeilen und Wünsche äußern oder du musst, sondern die Kinder, wir sind in einer anderen Zeit, die Menschen möchten mitgenommen werden. Also es ist nicht mehr so, wie früher, dass von oben nach unten gelebt wird und wir Aufträge bekommen und diese Aufträge erfüllen, dass in Unternehmen Mitarbeiter waren ja früher Untergebene, ganz früher waren es Untertanen. Ja, noch weiter zurück waren es teilweise sogar noch Sklaven. Also dass wir sehen, das sind Menschen, die mehr als Angestellte sind, vom Begriff her. Ein Angestellter stellt sich an, wartet, dass er etwas, einen Auftrag bekommt, dann arbeitet er ab, bis er abgearbeitet ist und dann stellt er sich wieder an. Aber der hat früher nicht diese Eigeninitiative gehabt, mitzuarbeiten, mitzudenken. Also wir haben ein ganz neues Verhältnis, dass Menschen dabei sein möchten, auch im Demokratieverständnis. Ja, dass die Bürger möchten sich beteiligen. Da ist eine ganz hoher Wunsch von Eigeninitiative und gemeinsam etwas zu starten. Hier heißt es ja gemeinsam leben. Ja, sind wir genau bei dem Thema. Und wenn die Politik das nicht berücksichtigt, dann spaltet sich Politik von der Basis ab. Und dann haben wir ein Riesenproblem. Ja, also du bist so im Element, Joachim, vielleicht, wenn du kurz eher antwortest, ich habe nämlich heute eine ganze Menge an Fragen, aber ich spüre einfach bei dir, dass du das lebst und das ist auch dir so wichtig, das gelebte Wissen. Wir sind so viel in der Theorie und da ist mir jetzt noch eingefallen, was wir öfter hören, die gute alte Zeit und wie du sagst, stimmt das ja gar nicht, da waren wir im Sklaventum, also da waren wir noch viel unfreier als jetzt, also gute alte Zeit ist schon sehr, sehr relativ, wenn man das sagt. Gut, Joachim, heute... Darf ich da einsteigen? Weil die gute alte Zeit ist ein Bild, wo wir rückwärts gehen, statt uns auf die gute neue Zeit zu freuen. Ja, das richtig Gute liegt vor uns. Das war jetzt kurz. Schön. Du bist, was du sagst, lieber Joachim. Dein neues Buch ist heute das Thema. Was heißt es, du bist, was du sagst? Ist ja doch ein sehr starker Ausspruch. Das ist sehr stark. Ist natürlich als Titel auch etwas übertrieben. Du bist, was du sagst, bedeutet, dass wir anhand der Sprache, anhand was wir sagen und wie wir es sagen, ablesen können,
wie jemand sich fühlt, wie er denkt. Also wir können beispielsweise, wenn Menschen immer wieder diese Verunsicherer in ihrer Sprache bringen, eigentlich geht es mir gut, ja, vielleicht schaffe ich das. Das sind alles Wörter, die unsere Verunsicherung zeigen, unsere Unsicherheit, aber auch andere verunsichern. Wir hinterfragen ja die Sprache oft nicht. Ich hatte das Glück, vor 15 Jahren einen Mittelschulprofessor kennenlernen zu dürfen. Und dieser Edwin Zappe sagte: Georg, merke dir einst, schau immer auf die Wortwurzel, schau immer, wo das Wort herkommt. Das habe ich beherzigt und bin schon drauf gekommen, dass vieles einfach ausgesprochen ist, ohne es zu hinterfragen. Joachim, ich habe mir ein paar Wörter notiert. Wäre das jetzt passend, wenn du dann einfach die Interpretation oder das Wort erläuterst? Können wir das so machen? Ja, ja. Schön. Was heißt denn Krise, was jetzt so oft gesagt wird? Was verbindet Krise? Was ist Krise? Also Krise heißt wörtlich Wendezeit, Wende. Es findet eine Wende statt. Und eine Wende kann in beide Richtungen stattfinden. Also Krise ist der Höhepunkt beispielsweise einer Krankheit. Es kann eine Wende zum Guten und eine Wende zum Schlechten stattfinden. Und wie unterscheidet sich das jetzt, Guten und Schlechten? Von wem hängt das ab oder wie ist das beeinflusst? Eine Krise, wir sind in einer sehr großen Krise. Das heißt, wir können in dieser Krise, aus dieser Krise lernen. Wir können einen Entwicklungs- und Bewusstseinssprung machen. Also auch die Klimakrise ist eine Chance, ein völlig neues Bewusstsein zu entwickeln, weil jetzt müssen wir was tun. Ja, wenn die Krise nicht wäre, hätte man es einfach anstehen lassen. Und mit den Problemen werden die Lösungen ja gleich mitgeliefert. Es gibt so viele Wissenschaftler, die Lösungen einer Klimakrise uns aufzeigen. Wir müssten da nur hinschauen und das Alte loslassen. Solange wir uns auf das Alte konzentrieren und das Alte festhalten, haben wir nicht genügend Energie für das Neue. Okay. Das Wort mitzuteilen. Mitzuteilen. Das heißt, mit den anderen zu teilen. Ja, das, eine Mitteilung ist kein, ich würde mal sagen, kein Befehl. Befehl ist keine Mitteilung. Ja, weil da teilen wir nichts mit anderen. Ja, wenn wir befehlen, dann fehlt uns was. Und wenn uns was fehlt, dann schreien wir halt. Ja, das ist Befehlen. So eine Karte, die du mir beigelegt hast, ist diese. Der Frau ist keiner gewachsen. Würde das dazu passen? Der Frau ist keiner gewachsen. Oder wie meinst du das? Ja, es ist eine Doppelbotschaft. Interessanterweise, jüngere Frauen, so bis 30, 40, verstehen das oft gar nicht, was damit gemeint ist. Weil dieser Spruch stammt jetzt auch aus einer Zeit, in der sich Frauen nicht gewachsen fühlen. Es hat aber die Bedeutung, dass die Frau so stark ist, dass sie in der alten Zeit unterdrückt werden musste. Ja, weil unterdrückt werden die zu groß sind. Auch daraus kann ein ganz neues Selbstbewusstsein entstehen. Wir haben es bewusst gemeinsam leben, die Situation, dass wir viel mit Unternehmern kommunizieren, die auch unsere Bewegung, Initiative finanzieren. Und eine meiner Aussagen ist immer, geht es jetzt um den unmittelbaren Nutzen im Unternehmen oder geht es nicht um viel, viel mehr? Und wir haben ja Unternehmer gefunden, die sagen, ja, natürlich bin ich erfolgreich im Unternehmen, aber wir sind auch verantwortlich, dass wir gesamt in eine gute Zukunft gehen. Könnte man das als Weibliche, als Verbindende sehen? Wäre das vielleicht männliche, der Erfolg, der unmittelbare Nutzen? Und wäre das Weibliche das, was wir damit oder was ich damit meine? Ja, es ist das Verbindende. Also Frauen haben ja eine völlig andere Ebene, die mitwirkt. Also diese emotionale Ebene. Oder es gibt ja diesen Spruch von Einstein, der gesagt hat, Problemraum ist nicht Lösungsraum. Das heißt, wenn man in einem Raum immer zielorientiert darauf zugehen, dann sehen wir nicht, was alles damit zusammenhängt. Und es geht auch in Unternehmen, geht es doch nicht um das, was die Unternehmen verkaufen,
ja, um was sie entwickeln und produzieren, sondern es geht um das Zusammensein der Menschen und dass die Menschen sich das Leben erleichtern und gemeinsam erleichtern. Ja, als ich in den 90er Jahren, da hatte ich eine sehr starke Krise und in dieser Krise habe ich nicht als Coach gearbeitet oder als Pädagoge, sondern habe Antiquitäten und Trödel verkauft. Ja, und da hat meine Frau damals gesagt, wenn du irgendwann verstehst, was der höhere Sinn von dem ist, was du da machst, dann kannst du aufhören. Wenn du es nicht erkennst, musst du halt bis zum Lebensende weiterverkaufen. Und das war ein interessanter Aspekt, weil ich war ein guter Verkäufer. Es hat geklappt, das gute Verkaufen, weil ich ständig am Kommunizieren war. Es ging auch nicht wirklich um Antiquitäten. Die waren mir sowas von wurscht, wenn mich jemand gefragt hat, ist denn das ein altes Stück, eine Antiquität? Dann habe ich gesagt, dann machen Sie sich keinen Gedanken, alt wird es von allein, das Möbelstück. Ja, das zeigt, es geht um anderes. Also wenn wir das schaffen, zu andere Ebenen zu erkennen und das Fühlen zu erkennen, es geht im Unternehmen ums Fühlen. Ja, wenn Mitarbeiter und Geschäftsführung sich wohlfühlen, dann haben die einfach Spaß am Arbeiten. Dann sind sie auch kreativ. Auch in einer Krise sind sie dann kreativ. Und das ist viel, viel mehr als ein Businessplan im klassischen Sinne. Und das ist, glaube ich, auch wieder das weiblich Fühlende, Verbindende, oder? Ja, aber es braucht den Businessplan. Natürlich, also das heißt, dass man, Businessplan ist Ratio, ja. Fühlen ist Emotion, dass Ratio und Emotion in einer Balance im richtigen Verhältnis sind. Genau. Was verbindest du mit dem Wort Armut, Joachim? Armut. Also es gibt immer eine Interpretation, die man etymologisch, also von der Herkunft des Wortes, erklären kann. Es gibt aber auch assoziative Erklärungen. Die Herkunftsbedeutung ist total kompliziert. Da merkst du, die Sprachwissenschaftler blicken eigentlich im Prinzip gar nicht, um was es geht. Und ich sage zu Armut, in Armut sind Wörter wie Arm und Mut. Das heißt, der Mut, Dinge anzupacken. Und so können wir vieles auflösen und Menschen zu unterstützen, dass sie sich erinnern, dass sie initiativ werden und dass sie in Gemeinsamkeit alleine aus etwas kommen. Wir sind nicht mehr in dieser Zeit. Die Zeit der Einzelkämpfer ist vorbei. Ja, und das ist, könnte zwar jetzt heftig sein und ist sicher nicht allgemein gültig, aber könnte da drinnen stecken, dass dieser Mensch oder die Person arm an Mut ist und deshalb in der Situation des Mangels ist? Ja, nur da muss man aufpassen, weil schnell geht man dann in die Richtung, dann zu sagen, ja, alle, die arm sind, haben einfach keinen Mut. So kann man es nicht umdrehen. Also es ist wichtig, dass wir Menschen erinnern, aus einem bestimmten Raum aussteigen zu können. Ja, wie wir uns erinnern können, dass wir aus dem Opferraum aussteigen. Ja, dass wir solange wir klagen, kann nichts Neues passieren. Solange ich jammer, dass ich zu wenig Geld habe, in der Zeit kann ich schon mal kein Geld verdienen. Und das Thema Angst, was jetzt so allgegenwärtig ist bei vielen Menschen, wo ist da die Wurzel, was heißt Angst? Also Angst bedeutet von der Herkunft des Wortes eng. Ja, das heißt, die positive Bedeutung ist, dass wir uns zusammennehmen in einer Krisenzeit und uns auf uns konzentrieren, um mit ganzer Kraft dann neu reagieren oder aufsteigen zu können. Das ist auch die Chance der Pandemie, dass jeder sich auf sich lernt zu besinnen und sich aushalten lernt. Angst ist ja auch eng und eng. In der Enge habe ich ja keine Kreativität dann, oder? Das heißt, die Inspiration ist ja da in der Angst nicht möglich, oder? Die ist erst möglich, wenn du Angst positiv begreifst und aus dir herauskommst mit der ganzen Kraft. Ja, dann ist der Raum für Kreativität auch wieder möglich. Not macht erfinderisch. Das ist der Beweis dafür, dass in der Angst ganz viel Kraft ist. Ist aber auch eine Gefahr, weil wenn Not erfinderisch macht, Deutsche sind ja bekannt für ihren Erfindungsreichtum, nicht bekannt dafür, dass sie die Erfindungen auch nutzen und umsetzen. Das machen dann andere für sie.
Die Gefahr besteht darin, auch ein Gefallen an der Not zu haben. Ja, sich in die Not zu verlieben. Ja, wieder einen, ich drücke es mal extrem aus, wieder einen Krieg zu beginnen. Du bist ja auch Diplompädagoge, Joachim. Das Wort Erziehung, was verbindest du damit? Oh, das ist das, also das ist als so, das gehört abgeschafft, das gehört im Grunde genommen kurz verboten. Ja, weil Erziehung immer zieht einer daran. Ja, das, ein neues Wort zu schaffen, wo es nicht um Erziehen geht, sondern wo es darum geht, dass wir Kindern Raum geben. Ja, meine Tochter, die arbeitet auch mit, zwei Töchter arbeiten auch mit Kindern. Ja, und da geht es darum, einen Raum zu halten. Wenn ein Kind aggressiv ist, erzählen die immer, sie halten nur den Raum. Und dann kommt das Kind und umarmt sie. Schön. Ja. Sie sind ganz dankbar, dass sie Emotionen ausdrücken dürfen. Uns wurde diese Aggression sofort verboten oder es gab eine auf den Deckel. Und was wäre so ein Ersatzwort oder schönes, verbindendes Wort? Hast du da eins, Joachim? Begleiter. Wir begleiten unsere Kinder. Wir fördern unsere Kinder. Also ich habe kein Wort, das jetzt alles umfasst. Aber dieses Begleiten und beinhaltet ja auch, dass wir, wenn das Kind keine Begleitung mehr möchte, dass wir loslassen. Ja, besonders schwierig werden ja bekanntlich Kinder, wenn sie in die Pubertät kommen. Ja, es gibt ein Buch, das heißt, Pubertät ist, wenn die Eltern schwierig werden. Ja, weil die Eltern dann nicht aufhören, an dem Kind zu ziehen. Was anderes ist es, Erziehung so zu verstehen, dass wir das Potenzial aus den Kindern ziehen, dass wir ihnen helfen, ihr Potenzial zu entwickeln. Ja, da wäre Erziehen in einer positiven Bedeutung. Ja, Joachim, ich sehe da, gerade wir als bewusst gemeinsam Leben wollen ja Verbindungen schaffen. Ich habe den Namen schon mal erwähnt, Gerald Hüther, Gehirnforscher, habe aber nicht gefragt, ob ihr in Kontakt seid. Seid ihr in irgendwie Verbindung, um da die Dinge zu verbinden, auch die Sprache, wo ihr merkt, so wichtig? Nee, leider bisher noch nicht. Also bisher hat er auf meine Anfragen noch nicht reagiert. Ich habe mal ein Buch geschrieben über Demenz und es sollte mit Rüdiger Dahlke und ihm zusammen gemacht werden bei Random House und leider ist es dann so zu Ende gegangen, dass Gerald Hüther das Buch alleine geschrieben hat. Mhm. Ja, aber es war nie ein intensiver Kontakt. Es wäre sehr gut, weil Gerald Hüther ist einfach ein genialer Wissenschaftler und er erreicht Menschen mit seinen Gedanken. Das ist auch einer unserer Geburtshelfer. Was das Thema ist, ist definitiv Zeit bei euch allen. Ja. Ihr seid mehr gefragt denn je und das ist auch das Ermutigende und Schöne. Jetzt wäre mir eines noch wichtig, was wir, wenn wir sagen, wir wollen Neues in die Welt setzen, uns erinnern an ein tieferes Leben, Naturverbindung wieder fördern. Wir bauen da auch auf die Gemeindezellen auf und so eine Gemeindezelle, eben auch Gerald Hüther, kommunale Intelligenz, wird auch ein ganz neuer Geist sein. Wie schaffen wir es, Joachim, dass wir von diesem destruktiven, angstbezogenen Denken in eine Lösungshaltung kommen, also die Perspektive zu ändern, einen neuen Geist zu schaffen? Gibt es da irgendeine Aussage, ein Rezept dazu, dass man von diesen immer wiederholenden, automatisierten Gedanken auch mit den Massenmedien hin in eine Ermutigung kommt? Ja, also Entwicklung geht grundsätzlich von innen nach außen. Das weiß jeder, jede Bäuerin, jeder Bauer weiß das. Das heißt, dass auch wenn wir uns entwickeln, das heißt, wenn wir in unserer eigenen Entwicklung beginnen, dann kann sich auch im Außen etwas entwickeln. Und das bedeutet für mich Auseinandersetzung mit den eigenen unterdrückten Emotionen, auch mit den eigenen Ängsten. Ja, wo bin ich gefangen? In den Mustern meiner Eltern. Ja, ich bin jetzt 69, ich arbeite immer noch viel zu viel. Da ist noch dieser alte Leistungsgedanke meines Vaters, ist mit Sicherheit als Schatten da noch irgendwie wie dabei. Ja, also man kann auch mit weniger Zeit, Engagement, mehr zu erreichen. Das ist ja das Ziel. Und nicht
als schlechtes Vorbild mit 60-Stunden-Woche. Das ist kein gutes Vorbild. Auch in Unternehmen war ich immer wieder davor, weil das stresst andere Menschen. Ja, da habe ich mit Professor Franz Ruppert, mit dem Psychologen in München, ein Interview gemacht, wo es um das Thema gegangen ist, weil letztlich will ich ja den Schmerz oder diese Dinge ja vermeiden, ich will ja da nicht wieder hineingehen. Es ist immer die Frage, ja, ist es wirklich an der Zeit, dass man sagt, was belastet mich, was hat mich gekränkt? Ich glaube, jeder hat diese Lebensthemen und das dürfte jetzt oder die Zeit dürfte offensichtlich auch da sein, wirklich anzuschauen, warum bin ich so, wie ich bin, oder? Ja, die ist da. Es gibt so viele geniale Methoden, von der Kinesiologie angefangen, über EFT, diese Stressablösungen, die gemacht werden, über systemisches Stellen. Meine Frau war ja Familienstellerin, die diese alten Muster aufgezeigt hat. Die aufgezeigt hat, welche Muster haben wir selbst erfunden und können sie lösen, weil wir falsche Gedanken gefasst haben, weil wir uns selbst falsche Befehle geben. Wenn ich sage, oh Gott, wie soll ich denn das schaffen, dann ist doch kein Wunder, dass der Körper gleich schlapp macht, weil ich informiere ihm ja, dass ich es wahrscheinlich nicht schaffe. Was soll er denn überhaupt zu Kräften kommen? Ja, und das zu unterscheiden, was ich selbst erfunden habe und was ich von den Eltern an Mustern übernommen habe. Und dieses Übernommene können wir zurückgeben, dass es ein rituelles Zurückgeben an die Eltern, weil wir können nicht die Probleme der Eltern lösen. Wir legen ja sehr viel Wert, Joachim, auf die Reinigung des Körpers, dieses Außen. Und wenn du sagst, die Veränderung passiert von innen, Reinigung meiner Gedanken, wird es da Möglichkeiten geben, gerade, dass man das viel, viel bewusster ausmacht, wo ich mir automatisch wasche, jeden Tag die Zähne putze, dass ich da auch die Gedanken reinigt und mich auch gut ausrichte. Hast du da einen Tipp oder einen Zugang dazu? Ja, überhaupt wahrzunehmen, was denke ich? Ja, die meisten Gedanken laufen ja auf einer völlig unbewussten Ebene ab und würden wir alles, was wir denken, aussprechen, es wäre ja eine Katastrophe. Da würden wir die Katastrophe erleben. Ja, Eckhart Tolle hat mal gesagt, wir kennen ja alle jetzt, wenn ich einfach einen negativen Begriff vom Dorftrottel, der durch die Gegend läuft und immer wieder dasselbe erzählt. Ja, würden wir unseren Lautsprecher einschalten, würden wir merken, dass wir genau dasselbe machen. Wir denken immer dasselbe und wir reden immer wieder dasselbe. Und aus diesem Hamsterrad der Gedanken können wir aussteigen, indem wir unsere Gedanken beobachten und zu transformieren, also negatives Denken wirklich zu transformieren. Eine andere, aus Negatives kann Positives werden. Ja, ein Negatives, ein nicht entwickeltes Positiv. Wer es nicht glaubt, soll seinen Fotografen fragen. Ja, das heißt, wir haben eine Kraft, eine ganz starke Kraft der Transformation. Und wenn wir ein positives Bild haben, dann haben wir auch die Kraft, etwas zu verändern. Ich habe früher das bekannte Beispiel mit einem Unternehmer, der immer gesagt hat, ich stehe im Rücken an der Wand, ja, wollte sein Geschäft verkaufen. Mit dem Gefühl macht ein Verlustgeschäft, wird nicht funktionieren. Wenn er aber das Bild entwickelt, Mensch, am Rücken an der Wand, hinten kann mir schon gar nichts mehr passieren. Es geht nur noch nach vorne. So kann er ein Bild transformieren. Schön. Wir haben auch mit Baldur Breimel Kontakt. Das ist einer unserer Botschafter. Das war Erfolgstrainer in den 70er Jahren und Kinesiologie ist ihm so wichtig. Der Körper zeigt ja auch jetzt gerade, was denke oder diese Fotografien, sind so Themen, wo man auch merkt, das hat in dem Sinne eine Auswirkung. Und ein ganz anderes Beispiel ist so ein Bild, das kommt über Erika Bichler zu uns. Das ist eine Hebamme und die hat Essenzen entwickelt. Und die lässt die fotografieren. Also das ist eine Wasserfotografie. Und da sieht man auch, wie das Bild wirkt, wie schöne Struktur das hat. Also das ist bei Gott nicht mehr irgendeine Esoterik, sondern wir wissen auch schon Quantenphysik etc., dass das alles eine Wirkung hat. Und das würde uns halt extrem ermächtigen und stärken, wenn man so einen Geist aufbaut. Und das stellen wir uns oder wünschen wir uns auch als lebenswerte Gemeinden, dass da einen ermutigenden Geist
in der Gesellschaft ist. Jetzt habe ich noch ein Katerl, Joachim, noch einmal gesagt, das ist heute gekommen, das Paket, und das hat mich inspiriert. Der Weg ist das Ziel, das sagen wir ja oft, und dann steht da allerdings noch dabei, dass das Ziel ist Weg. Wie ist das zu verstehen? Weg. Wenn etwas nicht mehr da ist, dann behaupten wir, es ist weg. Ja, und wir sprechen es auch so aus, dass wir uns gar nicht erinnern, dass es um den Weg geht. Also es geht nichts verloren. Manche Dinge sind nur anderswo auf dem Weg. Und dieser Sinnspruch, den ich auf dieser Postkarte habe, der geht darum, dass wir uns oft an Zielen festbeißen. Ja, und dann spielt der Weg gar keine Rolle mehr. Es geht nur noch darum, dieses Ziel festzuklammern und auf Teufel komm raus, dieses Ziel zu erreichen. Und es geht um beides. Das Ziel, den Weg zu genießen erstmal, dass wir im Tun aufgehen, wie es Kinder tun. Und dass wir als Erwachsene nicht nur im Tun aufgehen, sondern zielorientiert bleiben. Also diese Polarität von aufgehen und zielorientiert, erfolgsorientiert sein, bedeutet eine ganzheitliche Entwicklung. Gerald Hütter sagt ja, wir sollten gar kein Ziel haben, sondern ein Anliegen. Denn wenn man das Ziel erreicht, und er bringt da so ein Beispiel von einer jungen Familie, die hat das Ziel, ein Haus zu bauen, das erreicht sie, Ziel erreicht, und die Beziehung geht auseinander. Und ein Anliegen ist was, was immer da ist. Also das war... Naja, wir können schon Ziele haben, nur wenn das Ziel erreicht ist, was wir oft vergessen, ist dann das gemeinsam feiern. Ja, das heißt, der Eigenlob stinkt, aber man sich richtig auf die Schulter klopfen und dem anderen sagen, Mensch, das haben wir toll gemacht oder das hast du toll gemacht. Wir vergessen das Feiern, wir vergessen das Fühlen. Und dann geht natürlich eine Beziehung auseinander. Es ist ja nicht selten, dass gerade beim Hausbau dann sich die Leute trennen, wo genau der Raum dann für die Gemeinsamkeit da war. Ja, genau. Die waren zu zielorientiert. Joachim, dann habe ich noch eine Karte. Über das haben wir schon kurz gesprochen. Ja. Ja, da kann ich das ja. Lesen. Ja. Wenn ich es nochmal sagen darf, Vordenken ist zu früh, Nachdenken ist zu spät und Fühlen ist jetzt, was in der Mitte steht. Ja, also dieses Nachdenken, wir denken viel zu viel. Und über Denken können wir bestimmte Themen gar nicht lösen. Da können wir tausendmal nachdenken. Viele haben Schlafstörungen, weil sie zu viel denken. Ja, und dieses immer nachdenklich sein, reflektieren ist was anderes. Also wenn ich mich besinne, um was es geht. Aber Nachdenken macht nur bis zu einem gewissen Grad Sinn. Es geht immer über die Überdosierung. Ja, und das Vordenken, wie viele Menschen verbringen ihre Zeit damit, dass sie denken, oh Gott, und wie wird das werden, wie wird das werden, und wenn das passiert und das passiert, so fallen die einfach aus der Balance. Und das von der Zeitschiene ist, Nachdenken ist die Vergangenheit, Vordenken ist die Zukunft, und in Wirklichkeit geht es ja immer um das Jetzt, um das Dasein. Im Dasein ist alles da, verrät die Sprache. Ja, das und auch heißt, unabhängig, das ist der Joachim. Also im Jetzt sind wir auch angstfrei, oder? Die Angst ist ja immer eine Ratio und die muss irgendwo außerhalb sein. Wenn wir im Jetzt sind wir angstfrei, weil Ängste, diese Geschichten kommen aus der Vergangenheit. Die sind mit vergangenen Situationen verknüpft. Ja, im Dasein ist alles da, was wir brauchen, und es geht ums Fühlen, dass wir fühlen. Gefühle sind zeitlos. Ja, wenn wir einmal ein Gefühl hatten, ein Erlebnis, dann wird dieses Erlebnis uns immer als Energie zur Verfügung stehen. Auch negative Erlebnisse. Weil in negativen Erlebnissen, wenn die transformiert werden, steht uns ganz viel Energie zur Verfügung. Das ist die Hauptarbeit, die wir auch im Coaching machen, dass wir Gefühle transformieren, Bilder transformieren, damit wir mehr Energie haben. Und viele Menschen haben zu wenig Energie, die sind ja früh schon müde. Aber sie sind müde, weil sie sich selbst falsch informieren. Ja. Ja, und Informationen gehen in Form von Körperzellen und beeinflussen. Das sind aber die eigenen Informationen.
Schön. Joachim, ich durfte ein Coaching genießen von dir. Das war enorm bereichernd und vielen, vielen Dank nochmal, was mir viel wieder eröffnet hat und auch gerade die Klarheit da war dann. Du bist, was du sagst, dein Buch. Warum hat denn Rüdiger Dahlke da ein Vorwort geschrieben? Was war da seine Motivation dazu? Also ich habe Rüdiger Dahlke kennengelernt in Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre. Ich war begeistert von seinem Buch Krankheit als Symbol und die Deutungen und habe viele, viele Dinge, die er über das Medizinische erklärt hat, über die Sprache erklären können. Und dann habe ich ihm, ist das sehr schwer zu erreichen normalerweise, dann habe ich ihm einen Fax geschickt mit ein paar Bedeutungen zu Krankheiten und wie ich mit Sprache arbeite. Und da war er zufällig mal zu Hause. Normalerweise war er fast immer unterwegs und ist zufällig am Fax vorbeigelaufen und hat sofort zurückgeschrieben, mehr davon. Und so sind wir ins Gespräch gekommen. Ja, und haben uns dann ein paar Jahre später kennengelernt. Er hat ja auch, glaube ich, 40 Bestseller geschrieben, also ganz, ganz breit. Wir hatten auch einmal Kontakt mit ihm und das ist das, was ich da geschrieben habe. Und da hatten wir eine Veranstaltung bei uns im kleinen Dorf mit über 400 Teilnehmern. Große Erwartungshaltung, sehr, sehr interessant. Aber was für uns dann sehr, sehr fordernd war und wo wir gesagt haben, nein, das ist eigentlich nicht unser Weg. Wir wollen die Landwirtschaft fördern. Und er hat da gesagt, ja, alles, was Wurst, Fleisch ist, das ist im Grunde ein Selbstmord. Und wir haben die Bauern da gehabt, die Brötchen da gerichtet haben und so. Und das war schon sehr heftig. Und da waren wir schon ein bisschen auch schockiert, dann, dass es nicht als Angebot gebracht hat. Ja. Das könnte ein Weg sein, sondern wirklich als Wahrheit. Und das hat uns schon etwas schockiert. Und dann haben wir auch das wieder losgelassen. Okay. Das ich sage immer, ich bin eingefleischter Vegetarier. Und für mich ist es wichtig, dass wir nicht dogmatisch nach draußen gehen, dass wir nicht andere in gut und schlecht aufteilen. Mhm. Ich arbeite viel mit Landwirten und Landwirtschaftsverbänden in unserem Verein Allianz für Gesellschaft und Landwirtschaft. Und wir haben von Anfang an gesagt, wir hören auf, mit öko-konventionell zu unterscheiden, weil das spaltet. Wir sind Menschen, die in Sorge um die Landwirtschaft sind und wir schauen, dass wir gemeinsam eine enkeltaugliche Landwirtschaft schaffen. Mhm. Und das verbindet. Also wenn wir was verändern wollen, dann brauchen wir das Verbindende. Ja. Und wir können auch nicht von heute auf morgen Fleisch und am Ende noch, was weiß ich, dass alle vegan unterwegs sind, dann auch noch die Nutztiere abschaffen. Dann bricht ein gesamtes System zusammen. Mit dem Essen, wie wir uns ernähren, hängt ja auch unser Bewusstsein zusammen. Und eine Bewusstseinsveränderung ist langsam. Und da sind wir an dem Punkt, wenn bestimmte Menschen zu einer Veranstaltung kommen, diese Menschen mitzunehmen und ihnen nicht vor den Kopf zu stoßen. Ich bin ganz bei dir und das schätze ich auch an dir so. Du bist absoluter Verbinder. Unsere Initiative nennt sich ja bewusst gemeinsam leben. Ja, also ich würde gerade sagen, Rüdiger Dahlke ist ein Pionier. Wir sind auch gut befreundet. Er ist ein Pionier und ich achte ihn für sein Pioniersein. Mhm. Ja, das ist, er polarisiert. Es braucht auch in der Gesellschaft Polarisierer. Ich bin Verbinder. Er hat einfach eine andere Funktion. Genau, und er sagt dann, nur mit der Polarisierung bringt er was in Bewegung. Alles in Ordnung, ich wollte es ihm nur erwähnen, weil das Thema in dem Sinn da war. Bewusst gemeinsam leben, diese drei Wörter, das ist ja unser Programm bei uns, also der Name ist Programm. Was verbindest du damit, bewusst gemeinsam leben mit diesen drei Wörtern? Ja, das erste bewusst, dass wir wahrnehmen, was ist, dass wir ein Bewusstsein für die Gemeinsamkeit bekommen. Ja, dieses gemeinsam, dieses Wir-Gefühl, das Gemeinschaftsgefühl ist ja ein so geniales Gefühl, das gehört zu den Grundbedürfnissen des Menschen. Und das haben wir fast völlig vergessen, weil wir alleine und oft auch sehr egoistisch und zu zielorientiert losmarschieren. Ja, Gemeinsamkeit löst richtig gute Gefühle aus. Was war das dritte? Gemeinsam bewusst leben. Ja, klar. Leben. Das macht das Leben aus.
Wo soll denn die Lebensqualität herkommen, wenn wir alleine unterwegs sind und alleine das Geld ausgeben müssen und es gerade eine Frau der Verzweiflung gar nicht mehr schaffen, weil wir zu viel haben davon? Wir haben einmal eine kirchliche Veranstaltung gehabt, da ist immer um so das Leben nach dem Tod gegangen. Ich habe mir erlaubt zu sagen, wir sollten einmal schauen, dass wir ein Leben vor dem Tod in dem Sinn schaffen, oder? Genau, genau. Okay, Joachim, das zu dem, ich habe eine abschließende Frage. Es war noch eine Karte, die allerletzte. Die hat jetzt mit diesem Buch nichts zu tun, aber die hat mich elektrisiert und ich sage dir dann gleich, warum. Aber ich hätte zuerst gerne gewusst, abschließend, die Macht der Sieben. Was meinst du damit? Die Macht der Sieben. Die Zahlen von 1 bis 9 erzählen eine zusammenhängende Geschichte. Jede Zahl hat eine Bedeutung. Die 7 steht für das Aus 7. Ja, das heißt, wenn wir 7 mal 7 ist 49, das nennt man ja auch die Wechseljahre, Wendezeit. Wenn wir in der Lage sind, auszusieben, was wir nicht mehr brauchen, dann passiert es uns nicht, dass die Festplatte voll ist und unser Computer einfach runterfährt. Man nennt es ja auch Burnout. Sondern aussieben und erkennen, was wesentlich ist. Und das in der letzten Drittel des Lebens weiterentwickeln. Sieben in sieben Tagen war eine Sieben-Tages-Seminar, das wir sehr lange zusammen mit meiner Frau und der ältesten Tochter gemacht haben. Ja, das ist die Entwicklungskurve an dem Punkt hier im letzten Drittel ist der Wechsel. Und wir vergessen oft zu wechseln. Das heißt, wir machen so weiter, wie wir es bisher gemacht haben, die ersten 40, 50 Jahre. Und dann funktioniert es nicht mehr, weil am Ende unseres Lebens der Körper fährt runter, schon mit 42, und der Geist kann richtig hochfahren. Und wenn wir das nicht akzeptieren, dass der Körper runterfährt und mit Spritzen alles Mögliche versuchen, lebendig zu halten, was zu Ende geht, dann haben wir ein Problem, weil dann fährt auch der Geist nicht hoch, sondern runter und dann werden wir depressiv. Mhm. Da haben wir schon genug in der Gesellschaft. Das wird eine riesen Herausforderung. Also Depressionen ist die häufigste Krankheitsursache, schon jetzt. Corona hat sicher noch einmal verstärkt und da gilt es sicher ermutigend zu wirken, aber diese 7 ist ja irgendwie wissenschaftlich begründbar. Warum 7 immer 7 Schritte? Weil du sagst aus 7. Ja, es gibt diese Zellveränderungen, die alle 7 Jahre erneuern sich Zellen. Es gibt natürlich andere Zellen, die sich schneller erneuern oder später erneuern. Aber insgesamt geht es um einen Erneuerungsprozess alle 7 Jahre. In 7 Jahren wurde die Welt erschaffen. Ja, es gibt die 7 Berge hinter den und die 7 Zwerge. Auch das sind Mythen und Wahrheiten, die wir uns zu Herzen nehmen können. Das verflixte 7. Jahr in der Ehe, was, wo ich immer sage, ist heutzutage kein Problem mehr, weil die meisten sich nach 5 Jahren schon scheiden. Ja, ich habe das Geschenk mit meiner Partnerin mehr als 30 Jahre zusammen sein zu dürfen und ich bin gerade 56, also ist das auch wieder irgendwas, wo ich gerade etwas aussiebe offensichtlich. Ja, 8 mal 7 ist 56, die 8 steht für Achtsamkeit. Okay. Dass du achtsamer mit dir, deinem Leben, der Lebensqualität, all diesen Dingen bist. Und dann kommt 9 mal 7. Die 9 steht für das Neue, dass wir im Alter das Neue lieben, das Frische fördern, die Jugend fördern und die Enkel. Wir können eine völlig andere Beziehung zu unseren Enkeln haben, ja, als Großeltern. Ja, wir haben ja, wie du weißt, ein Manifest in die Welt gesetzt, also 12 Unternehmer. Und da haben wir als Eingangstext geschrieben, das haben wir im Team mit den Mentoren ausgearbeitet, dass wir diesen Missmut, Neid, Angst wandeln in Leichtigkeit, Freude und Vertrauen als so neuen Zeitgeist. Ja. Und Leichtigkeit, Freude und Vertrauen, waren wir der Meinung, sind einfach drei Wörter, die ganz, ganz gut in die jetzige Zeit auch passen. Mag vermessen klingen für viele, aber ich denke, das wäre also ein Antrieb, oder? Ich würde es umdrehen. Vertrauen ist die Basis. Ja, dann am Ende steht die Leichtigkeit. Mhm. Ja. Okay, schön. Joachim, wieder mal vielen, vielen Dank. Auch danke für deine Begleitung. Und ja, Freude, wenn wir weiter gemeinsam des Weges gehen. Alles Liebe dir. Danke dir. Freut mich auch. Vielen Dank, dass du das zweite Interview auch mit mir gemacht hast. Freut mich sehr.